Hi Freunde, hier ist wieder euer Patrick von Auswanderung Sie Ungarn und heute soll es darum gehen, dass Peter Bistron von der AfD in Ungarn zu Besuch eingeladen war, aber nicht von der Fidesz-Partei von Viktor Orban, sondern von der Partei Mi Hazang. Diese hat sich gegründet, als sich die Jobbik-Partei auf ein Sechser-Bündnis gegen Viktor Orban eingelassen hat. Alles dazu nach dem Intro. Ja, Freunde, Peter Bistron hat wie gesagt eine Einladung von der ungarischen Partei Mi Hazang angenommen und ist nach Ungarn gekommen. Auf der Jahresauftaktversammlung der ungarischen Partei kamen neben Peter Bistron Baudet vom Niederländischen Forum für Demokratie, Stoyanov von der bulgarischen Wiedergeburtspartei und Kasselstrand von der Partei Alternative für Schweden. Und auch von Portugal und Rumänien war jemand dort. Jetzt soll es aber über das gehen, was Bistron von der AfD auf der Bühne sagte. Schauen wir gleich mal rein. Wir haben hier Vertreter aus anderen europäischen Ländern, Schweden, Portugal, Bulgarien, Rumänien, die zu Ihnen auch sprechen werden. Sie sind ein Teil einer europäischen Familie. Die AfD, die Partei, die ich repräsentiere, ist die jüngste und erfolgreichste Partei in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Das war erstmal nur eine Einleitung und dass man zusammengehört und eine kleine Anmerkung zur AfD. Und obwohl hier jetzt gesagt wurde, schon zweimal, dass wir nur die zweitstärkste Partei sind, muss ich sagen, wir sind bei allen Wahlen, die jetzt anstehen werden, die stärkste Partei in Deutschland. Und wenn die Prognosen eintreten werden, werden wir die stärkste Partei im Europäischen Parlament sein. Hier hat Bistron eine Ansage gemacht und so sieht es ja mittlerweile auch aus. Und deshalb kommen immer mehr Anfeindungen. Aber das kennen Sie selbst sehr gut. Wer Erfolg hat, hat auch viele Feinde. Hier spricht er es auch nochmal an und momentan sieht man es ja auch, dass mit allen Mitteln gearbeitet wird. Ob das jetzt der Bericht vom Korrektiv ist, der ja schon widerlegt ist, auch von der deutschen Presse, oder dass man ein AfD-Verbot fordert, das sagt schon sehr viel aus, finde ich. Aber nun zurück zur Rede. Junge Parteien, junge Bewegungen, die Erfolg feiern und die in die Parlamente einziehen, machen das immer auf die Kosten der Altparteien. Sie nehmen ihnen die Sitze in den Parlamenten weg. Und entsprechend wehren sich die Alten. Hier sagt Bistron nochmal klar und deutlich, wenn die AfD oder andere kleine Parteien mehr Zuspruch bekommen, verlieren logischerweise die Altparteien immer mehr ihren Zuspruch. Und deswegen versuchen sie mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen. Das ist ja ganz klar. Und lassen Sie sich auch nicht in die Schubladen reinstecken, irgendwie links, rechts. Diese Teilung des politischen Spektrums in links und rechts, das ist eine Kategorie aus dem 19. Jahrhundert, die hat im 20. Jahrhundert noch ihre Berechtigung gehabt. Aber wir leben im 21. Jahrhundert und das ist überlebt. Wir haben heute eine Trennung zwischen denen da oben, das sind die Globalisten, und uns, die mit dem Volk unten sind, für das Volk kämpfen. Genau so ist es. Das links und rechts geht mir nur noch auf den Zeiger. Wer entscheidet überhaupt, wer rechts und links ist? Das ist doch erstmal die Frage. Und das Problem ist, wer nicht der Meinung von anderen ist, sondern seine eigene Meinung bei gewissen Themen hat, der ist heutzutage schon rechts. Das ist nur noch ein Konstrukt, das zum Spalten da ist und nichts anderes. Und das müssen die Menschen endlich mal verstehen. Das ist ja zum Beispiel so mit Ostdeutschland und Westdeutschland. Das geht das ganze Jahr so. Außer am Tag der Wiedervereinigung. Da redet man von vereinten Deutschland. Aber sonst interessiert es keinen. Genauso wie beim Lohn, bei Rente und bei gewissen anderen Dingen noch. Aber kommen wir zurück zum Thema. Er spricht es hier klar und deutlich an. Die eine Seite, das sind die Globalisten und die andere Seite ist die des Volkes. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und das sind die Globalisten. Das sind diejenigen, die sie ihre Freiheitsrechte berauben wollen, die demokratische Strukturen aushöhlen wollen, die Entscheidungen auf supranationale, nicht demokratisch legitimierte Ebene übertragen wollen. So sieht es aus. Wer die Menschenwürde und die Freiheit angreift, der meint es nicht gut mit den Menschen. Es ist eine WHO, die Sie alle kennen, und denken Mit Sie der nur. WHO?
daran, was alles während der Covid-Pandemie passiert ist. Es ist auch eine EU und denken Sie daran, was diese Organisation Ihnen als Ungarn zumutet. Hier benennt er die WHO und die EU. Die WHO möchte ja, dass alle Nationen einen Vertrag unterschreiben, wenn eine neue Pandemie kommt, dass dann die WHO über alles entscheidet und nicht mehr die einzelnen Nationen. Und die EU, das sieht man ja jetzt wieder deutlich, sie wollen Ungarn und Viktor Orban erpressen. Wenn er nicht das macht, beziehungsweise wenn Ungarn nicht das macht, was sie wollen, dann wollen sie andere Mittel einsetzen. Hier oben könnt ihr nochmal das Video ansehen. Und ich war zutiefst bewegt bei der wirklich beeindruckenden Eröffnung, die sie hier gerade gemacht haben. Und als ich hier die Fahne von 1956 gesehen habe und dass ich mich hier zwischen Menschen befinde, die für ihre Nation, für ihre Freiheit kämpft. Und die erste war, die dem Kommunisten, den Sowjetunion, die Stirn geboten hat. Er hebt hier vor, dass es ihn freut, dass man die alte ungarische Fahne zeigt und dass man für seine Freiheit kämpfen will. Und auch betonte er nochmal, dass Ungarn das erste Land war, das die Kommunisten weggejagt hat. Seien Sie versichert, Sie haben in Europa viele Freunde. Wir kämpfen für Ihre Souveränität, wir kämpfen für unsere Souveränität, wir kämpfen alle gegen die Globalisten. Und hier sagt er was ganz Wichtiges, finde ich. Die Souveränität der einzelnen Nationen. Und jeder Mensch kann zu den anderen Menschen stehen. Und das sehe ich hier in Ungarn. Hier wird zusammengehalten. Und das habe ich in Deutschland vermisst. Und in diesem Sinne, und gerade in die ersten Reihen blickend, da wo die vielen Freunde aus anderen europäischen Ländern sitzen, möchte ich mit einem Zitat eines ungarischen Premierministers schließen. Und jetzt zum Abschluss kommt noch was ganz Wichtiges. Hört genau zu. Und ich hoffe, Sie werden mir das verzeihen, weil es Viktor Orban ist. Der einmal sagte, wir dachten, Europa ist unsere Zukunft. Und jetzt sehe ich, dass wir die Zukunft Europas sind. Dankeschön. Er entschuldigt sich, da es von Viktor Orban ist und dieser ja bekanntlich bei der Fidesz-Partei ist. Aber die Worte sind einfach wahr und deshalb tue ich sie hier nochmal wiederholen. Wir dachten, Europa ist unsere Zukunft. Und jetzt sehe ich, dass wir die Zukunft Europas sind. Besser kann man eine Rede nicht abschließen. Man wird ja sehen, wie es in Ungarn weitergeht und ob die Fidesz von Viktor Orban vielleicht einen Weg mit der Mihorsang zusammengeht. Man weiß es nicht, was passiert. In einigen Dingen sind sie ja der gleichen Meinung. Und ja, man muss halt abwarten, wie es hier weitergeht. Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu sagt, ob das vielleicht sinnvoll für Ungarn wäre und auch wie ihr die Rede von Bistron fandet. Und folgt mir noch auf Gettern auf Telegram, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen, teilt meine Videos und meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Auswanderungs-See-Ungarn-Video. Macht's gut, ciao, ciao.